13, dem Studio für Kriminalisten, hören Sie nun mit Günter Mack, Joachim Notke, Peter Sattmann, Sigrid Wischnewski und Jutta Wirschatz in der Inszenierung von Klaus Villinger ein Kriminalstück von Roderick Wilkinson. Ein spannendes Spiel, das sie nach Schottland entführen will, wo man um diese Jahreszeit Lachse angeln und nicht im Trüben fischen sollte, wie es ein paar raffinierte Trickdiebe tun, die es auf einen kostbaren Kunstgegenstand abgesehen haben. Auf die chinesische Schale. Gehen wir hier rein in die Bibliothek? Gern. Sie sind sehr pünktlich, Humphreys. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke, Colonel. Was möchten Sie trinken? In Schottland würde ich nie wagen, um was anderes als Whisky zu trinken. Was auch sehr unklug wäre. Ich habe einen ausgezeichneten Pure Malt. Sehr schön. Jetzt im September sind die Straßen in den Highlands wesentlich ruhiger geworden. Na, Gott sei Dank. Und diese Zeit lässt der Touristenrummel endlich nach. Hier, versuchen Sie mal pures Wasser des Lebens. Danke. Auf Ihr Wohl. Auf das Ihre, Körner. Hat Sie mein Anruf überrascht? Eigentlich nicht. Ich wusste, dass eines Tages kommen würde. Und die steigenden Kosten? Also alles geht nach oben, wird ständig teurer, das nimmt kein Ende. In der Tat. Haben Sie die Liste mitgebracht? Ich habe mir erlaubt, sie abtippen und überprüfen zu lassen. Ein beachtlicher Betrag. Tja, allerdings, wenn man sich die Zahlen da ansieht. Aber auch eine wirklich prachtvolle Sendung. Niemand kann das besser beurteilen als Sie, Humphreys. Was würden Sie denken, ist Ihre Sammlung heute wohl wert? Die letzte Schätzung wurde vor 4 Jahren gemacht. Und die hat die Metro-Versicherung dem Vertrag zugrunde gelegt? Ja, ja. 160.000 Pfund. Die meisten Stücke sind natürlich inzwischen im Wert gestiegen. Mhm. Dieser russische Goldpokal aus dem 16. Jahrhundert beispielsweise, der würde bei einer Auktion bestimmt 12.000 Pfund bringen. Und wie ist es mit diesen frühen Wikinger-Amuletten? Würden 9.000 Pfund etwa ihrem heutigen Wert entsprechen? Wahrscheinlich dürften sie inzwischen mehr wert sein, aber diese indische Bronzefigur, die Göttin Gumesha, ist mit 11.000 sicher zu niedrig geschätzt. Zufällig weiß ich, dass eine ähnliche Bronze letzten Monat in Paris für 15.000 Pfund verkauft worden ist. Na schön. Machen wir uns an die Arbeit. Bevor wir das tun, Colonel, können Sie mir sagen, an was Sie gedacht haben? Sie meinen, was ich verkaufen will? Da hatte ich eigentlich auf Ihren Rat gehofft. Nein, ich meine, welche Summe Sie erzielen möchten. Ach so. Ja, ungefähr 10.000 Pfund. Gut. Also, wollen wir anfangen? Gern. Die meisten der wertvolleren Stücke habe ich schon auf den Tisch gestellt, in meinem Studio nebenan. Waren Sie die noch immer im selben Zimmer auf? Tja, bitte. Größtenteils. Im ersten Stock oben habe ich hauptsächlich Porzellan untergebracht und der Schmuck liegt im Safe. Beim Anblick Ihrer Sammlung verschlägt es mir jedes Mal den Atem, Colonel. Das passiert einem nicht so leicht, wenn man wie ich seit 30 Jahren als Schätzer tätig ist. Danke, Humphreys, das hört man gern. Da sind ein paar neue Stücke hinzugekommen, seit ich das letzte Mal hier war. Diese römische Silberschale aus der Zeit von Kaiser Augustus, die kenne ich noch gar nicht. Tja, und diese altägyptischen Öllämpchen haben Sie, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Wollen wir uns nicht setzen? Ja, natürlich. Das Museum von San Francisco hat Ihnen ja schwer zugesetzt wegen Ihrer französischen Wandleuchte. Das kann man wohl sagen, aber damals wollte ich nicht verkaufen. Außerdem hänge ich sehr an Ihnen. Ich habe sie noch vor dem letzten Krieg gekauft. Diese Miniatur von Queen Caroline ist auch eine Neuerwerbung, nicht wahr? Ja, Joshua hat sie letzten Januar bei Sotheby's für mich ersteigert, für 5.500. Dürfte in etwas stimmen. Also, gehen wir die Liste nochmals durch, Karl. Was ist? Stimmt was nicht, Humphreys? Diese chinesische Weinschale. Was soll damit sein? Die ist aus der Shang-Dynastie. Bronze, ein rituelles Trinkgefäß. Haben Sie doch schon öfter gesehen, die Schale. Nein, die nicht, Colonel. Was soll das heißen?
Schauen Sie sie an. Genau. Nein. Doch. Das kann nicht sein. Es ist aber so. Das ist ausgeschlossen. Sie haben sie doch immer wieder bewundert. Ja, im Original. Ich kannte sie schon, bevor Sie sie von der Baronin Gabinett gekauft haben. Ja, aber das hier ist eine Fälschung. Beruhigen Sie sich, Colonel. Ja, dann... Ich hole Ihnen einen Drink. Nein, 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 nein. Lassen Sie, bleiben Sie sitzen. Setzen Sie sich. Ja, dieses verdammte Ding ist eine Fälschung. Aber, ja, wie ist das möglich? Ich kann es einfach nicht fassen. Hier, trinken Sie einen Schluck. Danke. Es muss doch irgendeine Erklärung geben. Nein, es gibt keine Humphreys. Ich bin doch nicht verrückt. Wir müssen versuchen, kühles Blut zu bewahren. Holen wir lieber die Polizei. Nein, bitte tun Sie das nicht. Aber Humphreys, verstehen Sie denn nicht? Ich bin beraubt worden. Als erstes müssen wir alle anderen Stücke der Sammlung überprüfen. Das kann Stunden dauern. Ich weiß, aber bitte folgen Sie meinem Rat. Überprüfen wir erst alles andere. Ich erkläre es Ihnen später. Also gut. Fangen wir gleich hier unten an. Nehmen Sie sich einfach ein Stück nach dem anderen vor und ich hake Sie auf der Liste ab. Florentinische Neptunfigur, Bronze, vergoldet, Mitte 16. Jahrhundert, Zorino zugeschrieben. Mhm. Scheint in Ordnung zu sein. Machen wir weiter. Ovale Elfenbeinschatulle, Spanisch, Cordoba, um 960. Zeigen Sie her. Gott sei Dank, sonst fehlt nichts im Haus. Später können wir noch eine gründlichere Untersuchung vornehmen. Ja, ich finde, das sollten wir. Aber glauben Sie auch, dass das Schaumgefäß das einzige ist? Soweit ich das beurteilen kann, ja. Und jetzt verständigen wir besser die Polizei. Bitte nicht, Karl. Also seien Sie nicht albern, Humphreys. Ich muss die Sache sofort melden. Wollen Sie nicht erst noch hören, was ich zu der Geschichte zu sagen habe? Na schön. Schießen Sie los. Ich möchte Sie bitten, weder der Polizei noch sonst jemandem ein Wort über die Sache zu sagen. Wenigstens so lange nicht, bis ich wieder in London bin und mit Ihren Versicherungsleuten gesprochen habe. Warum? Was soll das heißen? Darf ich mal telefonieren? Sicher. Bitte sehr. Ich rufe die Metro-Versicherung an. Also mir wäre wohler, wenn Sie Scotland Yard anrufen würden. Verbinden Sie mich mit Mr. Howard, bitte. Mr. Howard? Hier Ralph Humphreys von Nesbitt in Humphreys. Ja, danke, gut. Mr. Howard, ich rufe aus Perthshire in Schottland an. Ich bin gerade bei Colonel Travers. Ja, ganz recht. Darf ich fragen, ob es schon irgendwelche Fortschritte im Fall von Sir James Ingram gibt? Verstehe. Also noch nicht. Die Nachforschungen laufen bereits seit 2 Monaten. Ich kann seine Ungeduld verstehen. Und die German-Rase? Aha. Auch die, noch immer verschwunden. Tja, ich fürchte, wir haben schon wieder so einen Fall. Die chinesische Schale. Mein Zweifel ist leider ausgeschlossen. Nein, sonst fehlt nichts. Nur das Trinkgefäß. Wir haben es auf unserer Liste mit 17.000 Pfund eingesetzt. Ja? Ja, ich habe ihn gefragt. Gut. Sie hören wieder von mir. Ich bin also nicht der Erste, der beraubt worden ist. Nein, Colonel, das sind Sie nicht. Sir James Ingram, sein Besitz liegt doch in Peeblesshire, wenn ich nicht irre. Ja, kennen Sie ihn? Hab ihn mal auf einer Auktion getroffen. Was ist denn ihm gestohlen worden? Die Rollen der Nietenwaffe. Alle? Ja. Aber die sind absolut unersetzlich. Das ist ein herrlicher Satz. Und die German-Vase fehlt auch, sagen Sie? Ja. Aus der Sammlung von Oswald Packard. Den kenne ich nicht, aber die Vase natürlich. Wann ist sie abhanden gekommen? Vergangenen Mai. Mai? Das ist schon 5 Monate her. Ich weiß. Weiß es auch die Polizei? Nein, noch nicht. Und die Löffel, sind die auch auf diese Weise verschwunden? Auf die gleiche Weise, Colonel. Sir James Ingram ist vor 2 Monaten genau dasselbe zugestoßen wie Ihnen. Allerdings habe damals nicht ich die Schätzung vorgenommen, sondern mein Partner, Mr. Nesbitt. Mhm. Wahrscheinlich ist Ihnen bekannt, welchen Umfang Sir James' Sammlung von Silberlöffeln hat. Es sollte mich nicht wundern, wenn es die wertvollste in der ganzen Welt wäre. Mein Partner und ich wussten, dass er daran dachte, einen Teil seiner Sammlung zu verkaufen. Und an dem Abend, als Mr. Nesbitt bei ihm war, stellte sich heraus, dass es sich dabei um seine berühmten Rollen der Nietenlöffel handelte.
wissen ja kaum noch, wie berühmt diese Löffel sind. Ja. Und? Sie waren gefälscht? Jeder einzelne. Aber wie konnte sowas geschehen? Wir wissen es nicht. War der Rest der Sammlung in Ordnung? Vollkommen, jedes Stück war echt. Und diesem Packard, dem ist dasselbe passiert? Ja, mit der German war es. Das ist ja kaum zu glauben. Das ist, als würde jemand die Mona Lisa stehlen. Mit einem einzigen Unterschied. Wieso? Niemand könnte die Mona Lisa verkaufen. Stücke wie ihre chinesische Schale oder die Nanitenlöffel kann man verkaufen. Sie sind zwar wertvoll, aber nicht allzu bekannt. Also verdammt, wenn ich nur eine Ahnung hätte, wann und wie der Diebstahl stattgefunden hat. Die Tür hier ist immer verschlossen. Es kann schon Monate her sein. Aber warum haben die Halunken eine Fälschung zurückgelassen? Um Zeit zu gewinnen. Um die Verfolgung hinauszuzögern. Und was jetzt? Es muss doch irgendeinen Anhaltspunkt geben. Ich fahre sofort nach London zurück. Bitte sprechen Sie mit niemandem darüber. Haben Sie irgendwelche Gäste im Hause? Erst morgen. Meine Nichte besucht mich für einen Monat. Sagen Sie ihr nichts, auch Ihren Angestellten nicht. Niemandem. Aber warum? Weil Ihre Versicherung Zeit braucht, um eigene Nachforschungen anzustellen. Und in der Zwischenzeit drehe ich Däumchen, oder was? Ja, für eine kurze Weile kaum. Zum Teufel mit Ihrer kurzen Weile. Ich werde die Metro-Leute anrufen und ihnen sagen, dass ich die Sache bis Ende der Woche für mich behalte. Dann mache ich, was mir richtig erscheint. An Ihrer Stelle wäre ich lieber vorsichtig. Die Versicherung wird sicher ohne weiteres zahlen. Aber sie hat das Recht, Zusammenarbeit von Ihnen zu verlangen. Die kann sie haben, für eine kurze Weile. Und dann will ich meine chinesische Schale wieder haben. Das müsste er sein. Ja, das ist er bestimmt. Dann geh vom Fenster weg und schau nach, ob das Teewasser kocht. Und wenn er nun Kaffee will? Er kriegt Tee, basta. Aber einen schönen starken. Ich nehme ihn inzwischen in Empfang. Hallo, Mr. Howard. Herr Kledo. Freut mich, Sie kennenzulernen. Kommen Sie rein. Danke vielmals. Geben Sie mir Ihren Mantel. Danke sehr. Danke. Setzen Sie sich, machen Sie sich's bequem. Ja, vielen Dank. Macht nichts, lassen Sie nur. Der Flug war kürzer, als ich dachte. Bloß eine Stunde. Sind Sie zum ersten Mal in Glasgow? Ja. Dann haben Sie wohl gedacht, Sie müssten über den Nordpol fliegen, nicht? Naja, Sie wissen, wie es mit uns Londonern ist. In den Sommerferien kutschieren wir 3 oder 4 Tage in Schottland herum, Edinburgh, Inverness, Oban und dann wieder zurück nach Edinburgh. Wir kommen nie in die Nähe von Glasgow, außer wir besuchen Loch Lomond. Aber auch dann sehen wir ja nicht unbedingt die Stadt. Hm. Naja, ich kann Sie nicht verdenken. Obwohl die Stadt sicher sehenswert ist. Hm. Agnes, wo bleibt der Tee? Kommt schon! Sie trinken doch sicher eine Tasse mit, oder? Ja, danke. Um ehrlich zu sein, Mr. Laidlaw, ich hatte keine Ahnung, dass die Metroversicherung überhaupt mit irgendjemand in Glasgow zusammenarbeitet. Sie brauchen sich nicht entschuldigen, wir hängen Sie auch nicht an die große Glocke. Aha, der Tee. Hallo. Hallo. Mr. Howard, Miss Harrison, meine Sekretärin. Freut mich. Nehmen Sie Milch, Mr. Howard? Ja, bitte. Tja, scheint ja ein dicker Hund zu sein, nach allem, was Sie mir erzählt haben. Ja, tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, die Sache am Telefon zu erklären gestern Abend, aber ich dachte, so sparen wir heute Zeit. Ja, ja, ich habe alles auf meinem Anrufbeantworter. Hast du das Band, Agnes? Ja, hier. Sagen Sie, schmeißen Sie den Laden ganz allein? Ja, Agnes und ich. Und sie kümmert sich um den Papierkram und ich mache den Rest. Mhm, mhm. Das Hauptbüro hat darauf bestanden, dass ich mich an Sie wende. Mhm. Sie meinen, die haben Ihnen die Pistole auf die Brust gesetzt? Also, wenn ich offen sein soll, ja. Wissen Sie, wir haben in der Vergangenheit schon den einen oder anderen kleinen Erfolg für die Metro verbucht. Ja, das habe ich gehört. Mhm. Aber Sie hätten die Sache lieber einer großen Detektei in London übergeben, nicht wahr? Ja, das hätte ich. Wissen Sie, Mr. Laidlaw, es ist alles andere als ein kleiner Fisch. Wie Sie ständig betonen. Ja, und es geht um eine Menge Geld. Naja, ich weiß. Haben die Ihnen von der Brandstiftungsgeschichte in den Barclay-Werken in Bothwell erzählt? Ja, haben Sie. Mhm. Und von dem Passagierschiff, das im Govan-Dock vor Anker lag? Ja, auch das habe ich mitgekriegt, Mr. Laidlaw. Sie scheinen eine Menge guter Arbeit für die Metro geleistet zu haben. Ja. Aber wissen Sie, das hier ist eine delikate Angelegenheit. Und wir glauben, dass ein Vollprofi dahinter steckt, ein echter Experte. Das ist kein gewöhnlicher Routinefall, glauben Sie mir. Sie versetzen mich wirklich in Angst und Schrecken. Aber ich würde einen Routinefall nicht erkennen. Und wenn er in meiner Suppe schwimmen würde. Ich habe noch nie einen gesehen, verstehen Sie? Kein Fall ist gewöhnlich. Ja, also gut.
Hier sind die Unterlagen, die detaillierten Berichte über die Diebstähle. Alle drei ereigneten sich in Schottland. Mhm. Und deswegen sind Sie hier? Ja, irgendwo muss man ja anfangen. Wer ist dieser Ralph Humphreys? Ein Schätzer. Wahrscheinlich der Beste in ganz England. Nesbitt in Humphreys, Burlington Street, London. Wir arbeiten seit Jahren mit Ihnen zusammen. Nehmen Sie noch eine Tasse? Ja, gern. Vielen Dank. Offen gestanden, ich glaube nicht, dass wir die fehlenden Stücke wiederbekommen. Sicher sind sie schon längst irgendwo im Ausland. Vielleicht sind sie nach New York oder Los Angeles verhökert worden. Nach Frankfurt oder Paris, was weiß ich. Mann, sind Sie ein Pessimist? Ich bin nur Realist, Mr. Laidlaw. Uns interessiert, weitere Diebstähle dieser Art zu verhindern, und zwar ab sofort. Wir sind eine der wenigen Gesellschaften auf der Welt, die sich darauf spezialisiert haben, Sammlerstücke zu versichern. Und unser guter Ruf steht auf dem Spiel. Diese drei Fälle sind die einzigen, von denen wir wissen, weil Nesbitt und Humphreys die Sammlungen anhand unserer Bücher überprüft haben. Weiß der Himmel, was unsere anderen Klienten dazu sagen würden. Und darum wollen wir auch nicht, dass die Polizei eingeschaltet wird. Ja, nur früher oder später muss sie eingeschaltet werden. Na schön, dann lieber später. Und lassen Sie uns das entscheiden, ja? Gut. Tja, dann hätten wir nur noch eines zu klären. Und zwar? Mein Honorar. Ach? Ja. Nun, Sie haben doch schon andere Aufträge für die Metro erledigt. Ja, klar. Routinegeschichten. Aber wie Sie selbst sagen, Mr. Howard, ist das hier eine sehr delikate Sache. Kein gewöhnlicher Versicherungsfall, stimmt's? Ja, stimmt. Also, sobald ich die Berichte gelesen habe, rufe ich Sie heute Abend in London an und lasse Sie wissen, was Sie mir zu zahlen haben. Und wofür wir zahlen, Mr. Laidlaw. Wir wollen, dass diese Diebstahlserie gestoppt wird, verstehen Sie? Das können Sie haben. Ist Ihnen klar, dass wir nur bei Erfolg zahlen? In meinem Geschäft ist es noch nie anders gewesen, Mr. Howard. Der Colonel ist leider nicht hier, Sir. Aha. Und wann erwarten Sie ihn zurück? Schwer zu sagen. Er ist beim Angeln, unten am Fluss. Guten Morgen. Guten Morgen. Kann ich Ihnen helfen? Ich bin Colonel Travers Nichte. Ich habe dem Herrn gerade erklärt, dass es noch eine Weile dauern mag, bis der Colonel zurückkommt, Miss. Ja, wollen Sie nicht inzwischen reinkommen? Ja, gern, danke. Vielleicht möchten Sie auf ihn warten. Ja, wenn es geht, würde ich gerne warten. Mein Name ist Laidlaw. David Laidlaw, ich komme extra aus Glasgow. Ich bin Jane Price. Darf ich Ihnen vielleicht eine Tasse Kaffee anbieten? Lieber Tee, wenn es keine Umstände macht. Aber nein. Ferguson, sind Sie so nett? Aber ja. Bitte, Mr. Laidlaw, setzen Sie sich doch. Dankeschön. Tja, hoffentlich kann ich Ihren Onkel heute noch sprechen. Ja, er dürfte bald hier sein. Das Wasser im Fluss ist sehr niedrig zurzeit. Und darum wird er wieder nach Hause kommen? Ja. Kein Wasser, keine Lachse. Angeln Sie auch? Hab nicht die Zeit dazu. Mhm. Zu beschäftigt? Ja, kann man wohl sagen. Ich bin im Versicherungsgeschäft. Sie sind aber nicht wegen seiner Sammlung hier? Doch, bin ich. Sind Sie von der Metroversicherung? Nicht direkt, ich ermittle nur an dieser Sache. Na, dann kann ich Ihnen nur eins raten. Steigen Sie schleunigst in Ihren schicken Sportwagen und fahren Sie wieder weg. Er schießt Sie sonst über den Haufen. Wie? Wer? Na, Onkel Sidney. Aha, wieso? Weil er nicht zur Polizei gehen kann. Wer oder was hindert ihn daran? Sie. Oder vielmehr die Metro. Die haben ihn doch bekniet, die Sache Ihnen zu überlassen. Das ist nun fast schon eine Woche her. Ah, unser Tee. Ja, er ist ein freier Mensch. Keiner kann ihn zwingen, nicht zur Polizei zu gehen. Sie meinen also, er sollte? Ja, wenn ihm dann Bola ist in seiner Haut. Glauben Sie denn, dass die Polizei irgendwas tun kann? Nehmen Sie Milch? Ja, bitte. Was will er denn, dass sie tut? Na, sie soll ihm seine chinesische Weinschale wieder herbeischaffen. Danke, Ferguson. Bitte, Miss. Nach all den Monaten? Sie glauben, da besteht nicht viel Hoffnung. Ja, ich weiß nicht. Und weshalb sind Sie dann hier? Das ist mir auch noch nicht ganz klar. Nun, ich glaube, die Metro hätte gern, dass ich rausfinde, wer ihrem Onkel das gute Stück geklaut hat und dass ich die Leute hinter Schloss und Riegel bringe. Mhm. Auf diese Weise könnte ihm erspart bleiben, dass er noch mehr aus seiner Sammlung verliert. Das ist also Ihr Job? Solche Sachen zu untersuchen. Genau. Ja. Und wer bezahlt Sie? Oh, Verzeihung, das ist sehr indiskret. Nein, ist es nicht. Die Versicherungsgesellschaft bezahlt mich. Dann haben Sie sicher viel zu tun. Rund um die Uhr.
Mr. Ladlow, Sie müssen meine Neugier entschuldigen, aber Sie sind der erste Versicherungsdetektiv, dem ich begegne und... Ja, ich denke, ich bin auch der Einzige in Schottland. Freiberuflich jedenfalls. Noch was habe ich gesagt. Onkel, das ist Mr. Ladlow. Ich weiß, Ferguson hat mir gerade erzählt. Guten Tag. Warum zum Teufel hat es so lange gedauert? Gedauert? Was denn, Sir? Na, bis Sie sich endlich hierher bequemt haben. Ist Ihnen klar, dass es schon beinahe eine Woche her ist, seit meine chinesische Schale verschwunden ist? Und die Polizei ist bis heute noch nicht weiß. Verzeihen Sie, Colonel, aber so ist es durchaus nicht. Na, was soll das heißen? Ihre chinesische Schale wurde schon vor Monaten gestohlen. Nur haben Sie es erst vor einer Woche bemerkt. Keine Spitzfindigkeiten, junger Mann. Sie wissen genau, was ich meine. Ja, warum rufen Sie dann die Polizei nicht an? Aber bevor Sie es tun, sollten Sie eines bedenken. Die Chancen, dass Sie Ihre chinesische Schale zurückkriegen, sind so gut wie null. Ja, was soll die Polizei unternehmen, Ihrer Meinung nach? Sie wird nicht verhindern können, dass ein neuer Diebstahl stattfindet, den Sie dann vermutlich wieder erst 6 Monate später entdecken. Wer sind Sie überhaupt? Sie kommen mir reichlich jung und unverfroren vor für einen Job wie diesen. Möchtest du nicht eine Tasse Tee, Onkel? Ah ja, danke. Haben Sie irgendeine Ahnung, wo Sie anfangen wollen? Ja, zunächst einmal würde ich mir gern die falsche Schale ansehen. Na gut. Hoffen wir, die Metro weiß, was sie tut, wenn sie einen grünen Jungen wie Sie auf so eine Sache ansetzt. Das höre ich nicht zum ersten Mal, Colonel. Sie können einen ja ganz schön um den Finger wickeln. Wen habe ich um den Finger gewickelt? Onkel Sidney. Ach so. Prima, dass Sie ihn gestern so aufs Korn genommen haben. Es war das Abendessen. Das hat mir die Kraft gegeben. Na, Sie wissen haargenau, was es war. Sie beherrschen Ihre Lektion über römisches Silber aus dem FF. Naja. Also, als er Ihnen seine Sammlung gezeigt hat, da ist ihm doch schier die Spucke weggeblieben bei Ihren fachkundigen Bemerkungen über seine antoninischen Urnen. Ach, das war reines Buchwissen. Hab schnell durchgepaukt, wie ich hergekommen bin. Haben Sie denn auch im Voraus gewusst, dass er Sie einladen würde, bei uns zu übernachten? Ich war darauf vorbereitet. So? Ja, und hatte meine Tasche im Kofferraum. Für alle Fälle. Sie sind ein schlauer Fuchs. Ja, ich weiß. Und heute ist ein wunderschöner schottischer Herbstmorgen, finden Sie nicht? So? Und was passiert, wenn wir in Edinburgh singen? Na, keine Ahnung. Ich riskiere einfach mal einen Schuss ins Blaue. Zu wem fahren wir denn? Zu einem Freund von mir. Wenigstens war das mal. Hoffen wir, ist es noch. Und was macht er? Er arbeitet in einem Museum. Als was denn? Ja, jedes Museum hat jemanden, der in seinen unterirdischen Verliesen vor sich hin puzzelt. Er leimt und hämmert, lötet und nietet. Kurz, er repariert Kunstschätze. Ja, er ist Restaurator, nicht? Richtig, und darum habe ich diese falsche Chinesin mitgenommen. Ich will, dass er das Ding mal genau ansieht. Naja, wahrscheinlich wird er uns nicht viel dazu sagen können, aber er ist der einzige Mensch, von dem ich mir denken kann, dass er vielleicht irgendwas weiß. Sie meinen, er ist Ihre einzige Hoffnung? Ja, leider. Was ist das? Was das ist? Das ist ein rituelles chinesisches Trinkgefäß. Echt? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich dachte, du siehst sowas. Wieso ich zum Teufel? Dazu brauchst du schon das britische Museum. Also, damit du Bescheid weißt, es ist falsch. Okay. Es ist falsch. Marc, können wir einen Kaffee haben oder ja, was anderes? Ja, da ist die Kanne. Bedient euch. Danke. Danke. Also, mir scheint, ich komme nicht an dich ran. Was ist los? Du willst Informationen. Erraten. Du bringst diese hübsche Puppe mit, der ich noch nie begegnet bin, und erwartest, dass ich über Kunstfälschungen rede. Einfach so. Ich gehe schon. Keine Sorge, Mr. Pendergast. Tschüss, Puppe. Tut mir leid. Marc, das war wirklich sehr nett von dir. Es war sehr nett von ihr, dass sie gegangen ist. Sie hat mehr Fingerspitzengefühl als du, David. Aber wieso denn? Sag mir, was du wissen willst. Ich wollte, dass du dir diese chinesische Schale ansiehst. David, das Ding ist eine Fälschung, oder nicht? Ja. Und du sagst, das Original ist dem alten Herrn der Puppe gestohlen worden. Ihrem Onkel. Und das Original wurde von den Dieben durch diese Kopie ersetzt. Richtig. Und weil du und ich alte Freunde sind und ich der beste Experte bin, den du kennst, kommst du nach Edinburgh und fragst mich, ob ich weiß, was da im Gang ist. Stimmt, ich hätte nur warten sollen, bis du etwas besser gelaunt bist.
Wo sitzt er, dieser Onkel? Sidney, Onkel Sidney. Er ist ein pensionierter Oberst, sitzt in Perthshire in der Nähe von Swanley. Ein Sammler? Nein, ja, oder ich weiß nicht. Und du hast mit der Sache zu tun, weil du für die Versicherungsgesellschaft arbeitest? Genau. Lass die Finger davon. Wovon? Von den Nachforschungen. Warum? Weißt du was? Ja, ich weiß was. Und zwar? Die Sache ist zu groß für dich, Kumpel. Die legen dich um. Wer? Ich weiß nicht wer. Und ich bin verdammt froh, dass ich es nicht weiß. Mark, dann sag mir doch bitte, was du weißt. Baby, tu mir den Gefallen. Nein! Und red endlich. Es steckt eine Riesenmenge Geld drin. Und? Man red schon. Ich schenk mir auch einen Kaffee ein, ja? Also was läuft da? Wer dreht da was, wo und mit wem? Keine Ahnung. Aber irgendwas geht da vor. Und irgendwo spielen amerikanische Interessen mit rein. Das ist ungefähr alles, was ich weiß. Sie sind an dich rangetreten? Ja. Wollten Sie, dass du irgendwas für Sie kopierst? Ja. Wer war das? Weiß ich nicht. Irgendwer rief mich vor ein paar Monaten an, wollte, dass ich nach Zeichnungen und Farbfotos eine Kopie herstelle. Ich habe Nein gesagt. Ah, einfach so. Wenn ein wildfremder Mensch, einen wie mir, der in einer Museumswerkstatt arbeitet, so einen Vorschlag macht, dann kann es nur was Ungesetzliches sein. Vielleicht wollte er bloß die Kopie von einer Antiquität haben. Nicht mehr, das ist nicht ungesetzlich. Stimmt, es ist nicht ungesetzlich. Aber du glaubst? Ich weiß es nicht. Ich habe aufgelegt und das Gespräch abgebrochen. Und ich kann dir nur raten, mit deinen Nachforschungen dasselbe zu tun. Marc, du hast Angst. Habe ich. Allerdings. Alles, was mit gefälschten Antiquitäten zu tun hat, ist ungefähr so nett und harmlos wie die Mafia. Okay. Danke, Marc. Willst du Blumen aufs Grab? Nein, ich lass mich einäschern. Aber vielen Dank jedenfalls. Jane, davon haben Sie mir kein Wort erzählt. Aber David, ich bin doch gar nicht auf die Idee gekommen. Wo ist Ihr Onkel? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich beim Angeln. Wen rufen Sie an? Mr. McVite. Unseren Gutsverwalter in Perth. Hat er diesem Mann die Angelerlaubnis erteilt? Ich weiß es nicht. Ich will mal fragen. Hallo? Mr. McVite, ja. Ja, hier spricht Mrs. Price von Baldigny. Mr. McVite, erinnern Sie sich, ob Sie letzten Monat einem Amerikaner eine Angelkarte ausgestellt haben? Das genaue Datum weiß ich nicht. Ja, ja, Sie erinnern sich. Ja, ist gut, Mr. McVite, ich bleibe am Apparat. Er holt die Unterlage. Laufen alle Reservierungen über ihn? Ja, er muss deshalb Namen und Adressen haben. Mr. McVite? Ja, Moment, ich habe Papier und Bleistift. Ja, ich schreibe mit. Mr. Joe Ezra. EZRA. Ja. Dienstgirt Menschen Nummer 14. White Cracks. Glasgow. Und das Datum? Für eine Woche. Und er hat über sein Büro gebucht. Ja. Danke, Mr. McVite. Ja, ja, werde ich machen. Wiedersehen. So. Hier ist der Name und die Adresse. Danke. Aber ich fürchte, Sie sind auf der falschen Spur. Es ist die einzige, die ich habe. Hallo, Laidlaw. Immer noch dran? Haben Sie was erreicht? Vielleicht, Colonel, vielleicht. Onkel, erinnerst du dich an den Amerikaner, der eine Woche bei uns geangelt hat? Ja. Ezra hieß er, glaube ich. Richtig. Hat in der ganzen Woche nicht einen Fisch erwischt. Ich habe es ihm gleich gesagt. Ist einfach noch zu früh für Lachse. Hast du ihn nicht mal nachmittags, ich glaube, das war an einem Mittwoch, auf einen Drink zu dir eingeladen? Ja, ja stimmt. Wieso? Wie lange ist er hier gewesen? Eine Stunde vielleicht. Du warst an dem Tag in Perth, Jane. Ich weiß. Mein Sammler, wir haben uns ausgezeichnet unterhalten. Ja, aber das hast du mir nie erzählt. Ja, tatsächlich. Er muss eine schöne Sammlung haben. Einige chinesische Sachen. Erzählen Sie weiter, Colonel. Ich habe ihm ein paar von meinen Sachen gezeigt. Auch die Shang-Schale? Ja, aber er konnte unmöglich... Woher wollen Sie das wissen? Ja, weil ich den Raum nie verlassen habe.
Ich habe nur die 4 Stücke aus der Sammlung geholt. 2 Jadekästchen, einen fast 1000-jährigen Drachen aus Porzellan und das Schankgefäß, die chinesische Schale. Hat er sie in die Hand genommen? Ja, natürlich, aber ich stand direkt neben ihm. Er konnte unmöglich. Nein, das ist einfach lachhaft. David, wo wollen Sie denn hin? Nach Glasgow. Mr. Esser? Ja, Mr. Esser? Ja. Tut mir leid, dass ich Sie nicht in mein Büro bitten kann, aber ich habe 10 Minuten eine Konferenz und alles liegt voll mit Akten. Es ist sehr freundlich, dass Sie mich überhaupt so kurzfristig empfangen. Können wir uns hier irgendwo ungestört unterhalten? Ja, gehen wir hier in diesen Empfangsraum. Ja. Ich habe Ihnen ja schon am Telefon erklärt, um was es geht. Ja, das haben Sie. Sie haben vor 5 Wochen in Perthshire geangelt, Mr. Esser, nicht wahr? Ja, bitte nehmen Sie Platz. Ja, danke. Ja, das stimmt. Und Colonel Travers hat Sie zu einem Drink bei sich zu Hause eingeladen. Richtig. Ja. Ja, er sagte mir, dass er Ihnen einige chinesische Stücke aus seiner Sammlung gezeigt hat. Ja, das hat er. Ich hatte ihm erzählt, dass ich selbst ein leidenschaftlicher Sammler bin. Ah, ja. Zeigte er Ihnen unter anderem auch ein rituelles Trinkgefäß aus der Shang-Dynastie? Stimmt. Ungefähr 2000 Jahre alt. 2000? war sonst noch jemand im Zimmer während Ihres Besuchs? Niemand, außer Colonel Travers und mir. Warum? Die chinesische Schale ist gestohlen worden. Gestohlen? Ja. Und an ihrer Stelle wurde eine Kopie zurückgelassen. Nein. Doch. Eine ausgezeichnete Fälschung von Meisterhand. Mr. Esra, können Sie mit Sicherheit sagen, ob Sie an jenem Tag wirklich das Original gesehen haben? Mir kam es echt vor. Aber ich bin kein Experte, was diese chinesische Kunstepoche angeht. Sie haben das Gefäß nicht in die Hand genommen? Doch. Aber nur einen Moment. Und sonst war niemand dabei? Nein, nur der Colonel und ich. Wir standen die ganze Zeit nebeneinander, nur so nah wie Sie und ich jetzt. Ist beim Eingebrochen worden? Wir wissen es nicht. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht weiterhelfen kann, Mr. Redlaw. Ich nehme an, Sie haben die Polizei verständigt. Noch nicht. Ich wollte erst gewisse Erkundigungen einziehen. Tja, mehr kann ich Ihnen leider nicht sagen. Er holte die Sachen aus irgendeinem Zimmer, zeigte sie mir. Und ich hielt die Schale ein paar Sekunden in der Hand, bevor ich sie ihm wieder zurückgegeben habe. Das war alles. Ja, vielen Dank, dass Sie mir Ihre kostbare Zeit geopfert haben, Mr. Esra. Aber wie Sie sicher verstehen, muss ich jeder möglichen Spur nachgehen. Natürlich. Falls Ihnen noch irgendwas einfallen sollte, was mir weiterhelfen könnte, wäre ich dankbar, wenn Sie mich anrufen würden. Meine Karte hat Ihre Sekretärin. Ja, selbstverständlich. Gern. 872-956. Mr. Humphreys? Ja. Hier David Laidlaw, ich rufe aus Glasgow an. Laidlaw? Ja, ich untersuche den Diebstahl bei Colonel Travers. Ach ja, für die Metro-Versicherung, nicht wahr? Genau. Tut mir leid, dass ich Sie so spät noch zu Hause anrufe, Mr. Humphreys, aber ich... Macht doch nichts. Kommen Sie voran. Ja, ich weiß nicht. Es gibt da ein paar Punkte, die ich gern mit Ihnen klären möchte. Schießen Sie los. Bei diesen anderen Diebstählen, der Vase und dem Löffelsatz, wurden da die Originale bei einem Einbruch gestohlen? Ja. Jemand hat also eingebrochen. So ist es. Die Sachen wurden bei einem Einbruch ausgetauscht. Mhm. Sind Sie sicher? Allerdings. Warum? Ja, weil das bei Colonel Travers offensichtlich nicht der Fall war. Nun, so ganz können wir es nicht ausschließen. Ja, aber doch mit größter Wahrscheinlichkeit. Der Raum, in dem er den Hauptteil seiner Sammlung aufbewahrt hat, vergitterte Fenster und doppelte Sicherheitsschlösser an der Tür. Es gab keinerlei Spuren eines Einbruchs. Allerdings sind die Fenstergitter und die neuen Schlösser erst vor ein paar Monaten angebracht worden. Ach. Ja. Danke, Mr. Hansen. Hier, Travers. Colonel, hier, David Laidlaw. Tut mir leid, dass ich Sie so spät noch störe. Ich bin in meinem Büro in Glasgow. Da und, haben Sie was rausgefunden? Ja, ich war heute Nachmittag bei Mr. Esra und habe mit ihm gesprochen. Da sind Sie auf dem Holzweg, mein Lieber. Esra ist ein verdammt anständiger Kerl, wenn Sie mich fragen. Mhm. Colonel, sagen Sie mir bitte eines. Sind Sie sicher, dass Sie Esra die echte Shang-Schale gezeigt haben? Ja, ganz sicher. Wieso? Weil ich das verdammte Ding genau kenne. Und außerdem haben wir es mit einem Vergrößerungsglas betrachtet. Mit einem
Vergrößerungsglas? Ja, daran ist nichts Ungewöhnliches. Sammler benutzen sowas dauernd. Mhm. War es Ihr Vergrößerungsglas, Colonel? Nein, seines. Aha. Komisch, davon hat er mir nichts erzählt. Das ist wohl auch unwichtig, oder? Er hatte also ein Vergrößerungsglas bei sich. Ja, in seiner Angeltasche. In seiner Angeltasche? So ist es. Colonel, können wir das nochmal genau rekonstruieren? Laidlaw, Sie sind auf dem Holzweg. Geduld, Colonel, Geduld. Sie haben also Ezra am Flussufer getroffen und ihn zu einem Trink eingeladen. Richtig. Vermutlich hatte er eine Angel und irgendeine Tasche bei sich. Natürlich, die Angel lehnte er draußen an die Hauswand. Und die Tasche? Die trug an einem Schulterriemen. Ich sagte ihm, er solle sie abstellen, in der Garderobe. Was er auch getan hat? Ja. Und? Und was? Ja, wie ist er später zu seinem Vergrößerungsglas gekommen? Er ist in die Garderobe gegangen. Ja? Ah, er hat die Tasche reingeholt irgendwie. Reingebracht und das Glas rausgeholt. Mhm. Und dann? Nun. Ja, was geschah dann? Ich habe ihm in der Bibliothek den verdammten Drink eingegossen. Aha, und ihn im Studio mit der Schankschale allein gelassen? Ja. Und vielleicht eine Minute. Während Sie draußen seinen Drink holten. Und weiter? Er setzte sich an den Tisch, auf dem die Schale stand. Mhm. Die echte oder die falsche? Das weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich die Sachen gleich wieder zurückgetragen. Leto. Ich kann das einfach nicht glauben. Und doch. So muss es passiert sein können. Heute Abend ist es zu spät, aber morgen Vormittag komme ich bei Ihnen vorbei. Guten Nacht. Guten Nacht, Colonel. Da ist doch jemand, wer kann das noch sein? Ja, wer ist denn da? Mark? Ich war erst bei dir zu Hause. Und dann bin ich die West Regent Street runtergefahren und habe gesehen, dass hinter dem Büro noch Licht ist. Kommst du aus Edinburgh? Ja. Ja, setz dich doch. Dankeschön. Zum ersten Mal sehe ich dein Büro. Ja, klein, aber mein. Ja. Also, wo drückt der Schuh? Ich kann dir einen Tipp geben. Ach. Ja. Du hast mir also bei dir nicht alles erzählt. Nein. Was hast du weggelassen? Ich kann dich zu dem Mann bringen, der die Schankschale kopiert hat. Du kennst ihn? Die Welt ist klein. Sitzt er in Schottland? Hier in Glasgow. Aha. Und der Haken ist? Geld. Wie viel? 500 Pfund. Genug, um abhauen zu können. Mhm. Hast du schon mit ihm geredet? Ja. Und? Er hat die German-Vase gemacht. Und die Löffel. Und die Schankschale? Und noch andere Sachen in den letzten 2 Jahren. Glaubst du, er sagt auch, für wen er gearbeitet hat? Ja, er ist bereit, den Namen zu nennen. Mit Adressen und allem drum und dran? Ja. Warum macht er das für ein paar hundert Pfund? Er will aussteigen. Er hat Angst. Mhm. Wo kann ich ihn treffen? Ich bring dich zu ihm. Noch heute Nacht? Jetzt. Sofort. Warum nicht morgen? Er wird dir sagen, warum. Colonel Travers will doch seine Schankschale zurück, oder nicht? Mhm. Und morgen ist es zu spät. Genau. Weil sie morgen schon nicht mehr in England ist. Richtig. Mhm. Augenblick, wo hab ich nur die Privatnummer von Howard? Und dann... Ah ja, da ist sie. Mark, ich kann nur hoffen, dass die Geschichte Hand und Fuß hat. Du kannst dich drauf verlassen, David. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich heute noch so viel Geld auftreiben kann. Nicht? Wie viel könntest du denn auftreiben? Ja, in meinem Safe habe ich so ungefähr 350 Pfund. Er vertraut mir. Kann ich ihm versprechen, dass er den Rest später kann? Hallo, ja, könnte ich bitte Mr. Howard sprechen? Hallo, Mr. Howard, hier David Laidlaw aus Glasgow. Ja, tut mir leid, dass ich Sie so spät noch in London anrufe, aber ich muss eine bestimmte Summe auslegen und brauche dazu Ihr Einverständnis. Nein, nicht sehr viel, 500 Pfund, für den Mann, der die Fälschungen gemacht hat. Nein, aber ich kann ihn heute Nacht noch treffen. Er hat Angst und will aussteigen. Ja, ich bin überzeugt, er wird auch die anderen nennen, die in die Sache verwickelt sind. Ja,
Ja, ich habe über 300 hier im Büro, den Rest kann ich ihm später von meinen Informanten zukommen lassen. Nein, da sehe ich keine Gefahr. Fein. Danke. Alles okay? Okay. Wir nehmen mein Auto, das kennt er. Sonst kriegt er am Ende noch kalte Füße. Wie viel Uhr haben wir? 10:50. Weiß er, dass wir kommen? Ja. Du kennst dich gut aus hier in Glasgow, Mark. Du vergisst, dass ich hier geboren und aufgewachsen bin. Ach so, ja, tatsächlich. Du bist schon so lange in Edinburgh. Was, hier am Hafen? Ja. Das sind doch die Docks. Hier wohnt weit und breit kein Mensch. Ich weiß. Na schön. Vorhin. Vorhin im Büro. Da hast du nicht mit diesem Howard gesprochen, oder? Nein. Ich hab's gemerkt. Ich hab dich beim Wählen beobachtet. Das war keine Londoner Nummer. Du hast es von Anfang an gewusst, David. Gib's zu. Ja, ich hab's gewusst, Mark. Aber ich hatte immer noch die Hoffnung, dass du es vielleicht doch nicht das willst. Geld. Gib mir zuerst das Geld. Hier, bitte. Danke. Hast du ein gutes Geschäft gemacht, David? Wann hat das alles angefangen? Vor 3 Jahren. Wer steckt dahinter? Ein Amerikaner. Dieser Joe Esser. Er ist der Verbindungsmann. Er fährt alle 6 Wochen in die Staaten. Ja, ich kenne ihn. Ich weiß. Als ich hörte, dass du bei ihm im Büro warst, da wusste ich, das Spiel ist aus. Und sonst? Wer mischt sonst noch mit? Ein Mann namens Charlie Butters. Er war für die Einbrüche verantwortlich, lebt in Stirling. X-mal vorbestraft, ein echter Profi. Mhm. Sonst noch wer? Nein, nur wir drei. Ich habe alles ausgekundschaftet und recherchiert, die Fotos und Zeichnungen besorgt und die Fälschungen hergestellt. Charlie Butters hat die Einbrüche gemacht und die Fälschungen gegen die Originale ausgetauscht. Ezra hat sie dann in den Staaten verkauft. Mark, weißt du, ich verstehe das alles. Ja, vergiss es, David. Lange her, dass wir mal Freunde waren. Gehen wir lieber zum Wagen zurück. Und wo ist Madge, deine Frau? Sie hat mich vor 2 Jahren verlassen. Mit den beiden Kindern. Und nun, wo willst du jetzt hin? Weiß nicht. Vielleicht nach Australien. Mein Gott, wie kann man sein Talent nur so vergeuden? Jeder von uns kann auf die schiefe Bahn geraten. Nur eine Frage der Gelegenheit, David. Ja, ja, Gelegenheit macht Liebe. Bist du wenigstens gut verdient dabei? Nicht sonderlich. War mehr so eine Art Hobby für mich. Mir hat die Arbeit Spaß gemacht, verstehst du? Die künstlerische Herausforderung sozusagen. Gespart habe ich nichts. Und 350 brauche ich für meine Flucht. Dann was ist mit deinem Job in Edinburgh? Was soll sein? Ich gehe nicht zurück. Heute Nachmittag war ich zum letzten Mal im Museum. Alles, was mir gehört, habe ich hier im Kofferraum. Tja, das wär's dann wohl. Ja, das wär's. Tut mir leid, dass ich dich nicht zurückbringen kann in die Stadt, alter Junge. Das schaffst du schon zu Fuß. Naja, es regnet ja nicht. Ich gehe auch ganz gerne ein bisschen spazieren. Übrigens, wann fliegt unser Freund Esra morgen früh? 10.50 Uhr ab Prestwick, Direktflug nach New York. Danke. Danke fürs Geld. Du wirst es brauchen. Die Schankschale sollte für 25.000 nach Dallas verkauft werden. Und wie viel haben sie dir für die Fälschung gegeben? 1.000. Hallo, Mr. Laidlaw. Sie erinnern sich nicht? Doch, sind Sie nicht zu mir ins Büro gekommen? Ja, richtig. Ich habe gehört, dass Sie heute Morgen nach New York fliegen und da wollte ich nicht versäumen. Ich habe noch eine erfreuliche Nachricht für Sie. Wirklich? Ja, wir haben die Schankschale gefunden. Sie wissen doch, die chinesische Weinschale, die Colonel Travers gestohlen worden ist. Tatsächlich? Wo? In Ihrem Koffer. Was? Tja, verstehen Sie wie? Eigentlich unglaublich, aber warum machen Sie nicht auf und überzeugen sich selbst? Ja, was zum Teufel? Na, wir wollen doch keinen Ärger, Mr. Esra, nicht wahr? Ich halte es für besser. Wir beide begeben uns nun ganz still und leise zu dieser Polizeidienststelle da drüben. Oder ziehen Sie es vor, hier in aller Öffentlichkeit in Handschellen abgeführt zu werden? Kommen Sie, Sir. Der Wagen wartet schon. Sie Schwein.
So gut habe ich schon lange nicht mehr gegessen, Colonel. Der Fisch war wirklich ausgezeichnet. Selten so gelachsen. Danke, danke, Humphrey. Doch Ihr Lob gebührt Jane und Mrs. Ferguson. Die haben so hervorragend gekocht. Aber wie viele Einbrüche haben denn nun wirklich stattgefunden? Tja, noch sind wir nicht sicher. Bis jetzt wissen mein Partner und ich von 10. Mhm. Immerhin ging die Sache 3 Jahre lang gut. Ist denn dieser Charlie Butter schon verhaftet worden? Ja, sie haben ihn in Sterling geschnappt. Nach einem kurzen Verhör hat er gestanden. Mhm. Was ich bis heute nicht verstehe, Laidlaw. Hm? Wieso waren Sie so sicher, dass dieser Ezra dahinter steckt? Oh, also eigentlich war ich es, der darauf gekommen ist, Humphrey. Sie nehmen es mir doch nicht übel, wenn ich das sage, Laidlaw. Nein. Schließlich war ich derjenige, dem wieder eingefallen ist, dass ich ihn hierher zu einem Drink einlud, als er am Fluss unten angelte. Ja, ich habe ihm die Schankschale gezeigt und er ist dann in die Halle hinausgegangen, um seine Angeltasche und sein Vergrößerungsglas zu holen. Ich habe ihm anschließend in der Bibliothek einen Drink zurechtgemacht und bei der Gelegenheit hat er dann die beiden verdammten Dinge einfach vertauscht. Ja, es war das einzige Haus, in das Butters nicht einbrechen konnte. Deshalb musste Ezra herkommen. Verflucht nochmal, das hätte jedem passieren können. Würde ich auch sagen, Colonel. Auf diesen Trick wäre so leicht keiner gekommen. Was ich trotzdem nicht verstehe, woher wussten Sie, Laidlaw, dass Ezra und Butters unter einer Decke steckten? Wie kamen Sie auf diese Idee? Ja. Und wer hat die Fälschung gemacht? Jemand hat mir einen Tipp gegeben. Ach. Lassen wir es dabei. Ja, wer denn? Ein alter Freund, unwichtig. Er ist schon genug gestraft. Also, Humphreys, machen wir uns an die Arbeit. Wir haben genug zu tun, wenn wir die ganze Sammlung noch mal gründlich durchgehen wollen. Ja, da haben Sie recht. Ich nehme nicht an, dass ihr beiden jungen Leute uns dabei unbedingt Gesellschaft leisten wollt. Colonel, Sie haben wirklich das Zeug zu einem Meisterdetektiv. Chinesische Schale. Dieses kostbare Stück wurde geraubt und wiedergefunden in dem Kriminalhörspiel von Roderick Wilkinson, das wir heute aus Studio 13 brachten. Mit Siegfried Wischnewski als Colonel Travers, Peter Sattmann als David Laidlaw, Joachim Notke als Ralph Humphreys, Fritz Bachschmidt als Tom Ferguson und Jutta Wirschatz als Jane Price, sowie Brigitte Horn als Agnes Harrison, Ernst August Chapman als Bill Howard, Judok Seidel als Mark Pendergast und Günther Mack als Joe Ezra. Ton und Schnitt Karl-Heinz Stoll und Gabriele Müller. Regie Klaus Villinger.